Grüße euch, liebe Freunde der fruchtbaren Schilder. Stuttgart 21. Da sagte doch neulich einer auf Schwäbisch, der Käse ist Gäse. Ein anderer auf Englisch, im Best Case klappt es bis ins Jahr 2021. Möge beiden der Käse im Hals stecken bleiben. Speziell auf den Filtern stinkt der Käse im Moment besonders stark gen Himmel. Seit kurzem liegen dort die Planfeststellungsunterlagen zur Einsicht aus. Und zwar für den völlig ungeklärten Filterabschnitt 1.3. Ein Wust aus Informationen, echten Informationen, Nebensächlichkeiten, aber auch fehlerhaften Dingen. Wir, Initiativen, Fachverbände und so weiter wollen euch dabei helfen, Einspruch gegen diesen unsinnigen Planungsabschnitt zu erheben. Jeder Bürger ist einspruchsberechtigt. Zumindest jeder, der schon mal auf eine verspätete Bahn gewartet hat. Ist egal. Am wirkungsvollsten, ihr schreibt eure Kritik, eure Ideen in eigenen Worten und schickt dies bis allerspätestens 19. Dezember ans Regierungspräsidium in Stuttgart. Als Hilfe haben wir und andere Mustereinsprüche ausgelegt. Vorne an der Mahnwache, aber auch da rechts beim Busbahnhof, beim Bushaltestelle. Nehmt sie als Vorlage, ergänzt sie gern auch handschriftlich. Wer sich dies nicht zutraut, der kann auf einer Sammelliste mit unterschreiben oder sie mitnehmen und in der Bekanntschaft unterschreiben lassen. Es laufen schon einige fleißige Helfer durch die Reihe. Die Bahn, ein kleiner Rückblick. Die Bahn beantragte im Jahr 2002, im Oktober 2002, erstmals die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens für den Filterabschnitt 1.3. Das Eisenbahnbundesamt sagte damals wörtlich, die Planung ist in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig. Dies wiederholte sich in den folgenden Jahren bis heute mehrmals. Dazwischen, im Frühsommer 2010, gab es durch Minister Ramsauer eine ganz windige, befristete Ausnahmegenehmigung für die Nutzung enger S-Bahn-Tunnels zusätzlich durch die Gäubahnzüge. Die Gäubahnzüge, das sind die, die von Zürich, Singen, Herrenberg kommen und normalerweise über Vaihingen runterfahren, die Panoramastrecke nach Stuttgart. Und die sollen jetzt in Rohr nach rechts abbiegen und gemeinsam auf der S-Bahn-Trasse, auf der vorhandenen S-Bahn-Trasse im Mischverkehr mit der S-Bahn zum Flughafen fahren. Das war eigentlich einer der Knackpunkte und nachdem diese Ausnahmegenehmigung da war, dachten wir, jetzt geht's los. Trotzdem geschah 3 weitere Jahre bis jetzt nichts. Im Jahr 2012 wollten die Projektbetreiber ihre miserable Antragstrasse, wie man das nennt, was sie jetzt einbringen, der Bevölkerung in einem dubiosen Filterdialog schmackhaft machen. Aber gegen jede Erwartung, auch wir hatten das so nicht erwartet, fiel bei jeder Abstimmung diese Trasse mit Pauken und Trompeten durch. Die beteiligten Bürger kamen zu einem klaren Ergebnis, nämlich erstens kein Mischverkehr, also Gäubahnzüge und S-Bahn, durch Leinfelden-Echterdingen. Zweitens Erhalt der Gäubahnführung über den ehemaligen Westbahnhof in den Stuttgarter Hauptbahnhof. Dies hatte im Dialog übrigens auch Verkehrsminister Herrmann gefordert. Drittens, Ausbau des Bahnhofs Vaihingen zum Regionalhalt. Und viertens, S-Bahn-Ringschluss über die Filter bis zum Beispiel Wendlingen im Neckartal. Keines dieser Mehrheitsergebnisse wird in den vorliegenden Planunterlagen ernsthaft bewertet. Das nennt der Fachmann ein Abwägungsdefizit und damit kann die Genehmigungsfähigkeit infrage gestellt werden. Übrigens wollte auch Geisler in seiner Schlichtung den Erhalt der Gäubahn, Trasse. Von den meisten gar nicht wahrgenommen, hat Geisler in seinem Schlichterspruch aber ansonsten unverfroren die Filterprobleme unterschlagen. Damals, vor ziemlich genau 3 Jahren, sagte er, unsere Kopfbahnhof-Variante sei nicht umsetzbar, weil es dafür keine ausreichenden Pläne gäbe. Und er fährt wörtlich fort. Zitat, für Stuttgart 21 dagegen gibt es eine Baugenehmigung. Vor 3 Jahren. Das war
Das war und ist blanker Unsinn. Was die Finder angeht, erweist sich der Schlichterspruch als ein ganz schlichter Spruch. Die Finder ist ein wesentlicher Teil von Stuttgart 21 und dafür gibt es selbst heute, 3 Jahre nach dem Schlichterspruch, nicht den Hauch einer Baugenehmigung. Wir haben hier jetzt die einmalige Chance, eine einmalige Chance. Durch diese Filterpläne kann das ganze Projekt Stuttgart 21 in Frage gestellt werden. Warum? Ein wichtiger Punkt, vorhin wurde es schon angesprochen, mit Stuttgart 21 wird ein Engpass, ja ein bahnbetrieblicher Rückbau für alle Zeiten zementiert. Und eben nicht nur im Tiefbahnhof in Stuttgart, sondern auch und gerade im Filterabschnitt 1.3. Warum dies? Die Gäubahnzüge werden zum Umweg über den Flughafen gezwungen, obwohl die Zahl der Leute, die fliegen wollen, verschwindend klein ist. Die Leute wollen im Allgemeinen nach Stuttgart. Dabei müssen sie sich ab der Rohrekurve zwischen zwei dort fahrenden S-Bahnen quetschen. Im ungünstigsten Fall haben diese nur 10 Minuten Abstand. Die fahren im Moment 10 und 20 Minuten im Wechsel Abstand. Die S-Bahnen müssen bis zum Flughafen 3-mal halten. Also brauchen sie genügend Vorsprung, sonst laufen die durchfahrenden Gäubahnzüge auf. Wehe, da tritt irgendwo eine Verspätung auf. Dann muss ein Zug warten und dem anderen den Vortritt lassen und die Verspätung schaukelt sich hoch oder schaukelt sich auf. Mehrfach gibt es höhengleiche Fahrstraßenkreuzungen, in Rohr, aber auch dann beim Terminalbahnhof am Flughafen. Und dann lässt man diese Züge auch noch, die jetzt auf 2 Spuren fahren, lässt man in einen Bahnhof einfahren, wo für jede Zugart, S-Bahn und Gäubahnzüge nur ein Bahnsteig zur Verfügung steht und dies natürlich im Gegenverkehr bedient werden muss. Wenn das kein Rückbau ist. Nach diesem... sogenannten Terminalbahnhof schleifen die Gäubahnzüge in die Schnellbahntrasse von Wendlingen ein, wo sie sich mit den heranbrausenden Zügen aus Ulm-Wendlingen abstimmen müssen. Was auch nicht einfach ist, weil die auch schon in einem sehr engen Korsett fahren. Und dann geht es hinab in den Abgrund zum Stuttgarter Tiefbahnhof, wo vorher schon größte Enge herrscht. Das Chaos dort ist vorprogrammiert, wenn dann auch noch Züge von den Filtern kommen, die aus dem Takt geraten sind. Und noch etwas, nur am Rande. In Zukunft zweigen die Züge, die von Tübingen-Nürtingen kommen, bisher über Wendlingen, Blochingen, Esslingen nach Stuttgart fahren, die zweigen vor Wendlingen ab, links hoch zum Flughafen. Das heißt, ein Großteil der Verbindungen, die bisher im Neckartal stattfinden, sind nicht mehr vorhanden. Wendlingen, Blochingen, Esslingen wird von Tübingen aus im Wesentlichen abgehängt. Also wieder ein Rückschritt. Die vorgelegten Pläne stellen nicht nur einen bahnbetrieblichen Rückbau dar, für uns vor Ort auf den Filtern viel schlimmer. Sie bergen die Gefahr erheblicher Risiken für die Stabilität und Qualität unseres S-Bahn-Betriebs, der so schon oft hinkt. Von all dem steht fast nichts in den Unterlagen. Das ist ein zentraler Grund, Einspruch zu erheben. Ein weiterer Punkt, der bisher so eigentlich nie genannt wurde. Stuttgart 21 wurde lange unter dem Vorbehalt geplant, dass der Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro nicht gesprengt wird. Vor einem Jahr schnellten die Kosten auf unfassliche 6,8 Milliarden hoch. Und nun, die Filterpläne sprengen auch diesen Kostendeckel. Für den Filterabschnitt 1.3 wurde Ende letzten Jahres im Lenkungskreis, wurden die Kosten mit 536 Millionen Euro festgezockt. Vor 3 Wochen nun stand in der Zeitung, Zitat, die Filtertrasse kostet jetzt 716 Millionen Euro, also fast 200 Millionen mehr als bisher zugestanden. Diese neuerlichen 200 Millionen muss man zwingend zu den 6,8 Milliarden dazurechnen. Wir sind also jetzt bereits bei 7 Milliarden und es wird noch viel, viel mehr und das für ein schädliches Projekt. Ich
behaupte, das Geld einfach verbrennen wäre umweltfreundlicher. Ja, genau. Aber im Ernst, ein Projekt, das nicht finanzierbar ist, ist nicht genehmigungsfähig. Das Motto heute, so stand es in der Einladung, 1000 Gründe für den Filterpfusch. Das kann ich in dieser kurzen Zeit wirklich nicht leisten. Deshalb hier nur einiges weniges in Stichworten. Erstens, durch den zusätzlichen Verkehr, den Mischverkehr, ist in Obereichen, Leinfelden und Echterdingen mit mehr Lärm und Erschütterung zu rechnen. Zweitens, die ramsäuische Ausnahmegenehmigung ist bis 2035 befristet. Ja, und dann? Drittens, der Fernbahnhof liegt knapp 27 Meter unter der Messe. Es besteht die Gefahr, dass dieser im Brandfall zu einer tödlichen Falle wird. Viertens, das Umsteigen zwischen S-Bahn und Fern- und Regionalverkehr ist wegen des großen Abstands, 200 Meter sind die Bahnhöfe auseinander, und ihrer großen Höhenunterschiede extrem schwierig. Fünftens, im Stresstest der Schweizer Firma SMA wird angenommen, dass im Terminalbahnhof, das ist dort, wo die Züge jetzt die Gäubahn auf einer Bahnsteigseite, die S-Bahn auf der anderen Bahnsteigseite fahren, dort wird also in dem Gutachten wird angenommen, dass in dem Terminalbahnhof beide Gleise von allen Zügen befahren werden dürfen. Dies widerspricht allen Planungen, also ist das Ergebnis des Stresstests unbrauchbar. Sechstens, es gibt kein brauchbares Notfallkonzept. Zum Beispiel entfällt bei Störfällen im S-Bahn-Tunnel die Umleitung Vaihingen Hauptbahnhof über die heutige Gäubahnstrecke. Siebtens, der Bau der Rohrkurve bedeutet Zerstörung von Waldfläche, vor allem für den Ortsteil Rohr und viel mehr Lärm. Durch die Neubaustrecke entlang der Autobahn ist auch Plieningen starkem Lärm ausgesetzt. Die Neubaustrecke und die Einschleifung der Gäubahn in die Schnellbahntrasse bei Plieningen führt weiterhin zu einem enorm hohen Landverbrauch. Angesichts der besonders fruchtbaren Finderböden ist dies nicht zu akzeptieren. Und ich möchte noch einen letzten Punkt hier erwähnen. Der Flughafen rechnet durch Stuttgart 21 mit 1,2 Millionen mehr Passagieren im Jahr. Wenn es denn so wäre, die Pläne fördern klimaschädlichen Flugverkehr und damit wieder die Diskussion um eine zweite Stadtbahn. Die Bahn behauptet übrigens, dass ihr Konzept Fluggäste abzieht. Hier klingt es ganz anders. Ich möchte mit einem Zitat von Manfred Rommel schließen. Er sagte Anfang der 90er Jahre, durchaus selbstkritisch, und dies wenigstens unterscheidet ihn von den meisten Politikern, Zitat, in der Politik kommt es gar nicht so selten vor, dass sich jemand im Namen des Fortschritts vom Möglichen ab und dem Unmöglichen zuwendet. Wie wahr? Kämpfen wir weiter, von mir aus auch im Namen des Fortschritts, gegen die Zerstörung, gegen diese Kriegserklärung an die Vernunft, für das Mögliche und für die Vernunft, erheben wir massenhaft Einspruch. Oben bleiben. Vielen herzlichen Dank, Steffen Siegel. Steffen Siegels Rede gibt es gedruckt auf blauem Papier an der Mahnwache. Für uns ist es sehr wichtig, sich da in die Filterplanung einzumischen. Das scheint wieder so ein Fenster der Projektverwundbarkeit zu sein, das wir aktiv nutzen können und müssen. Machen wir also Gebrauch davon und, wie Steffen Siegel sagte, Einwendungen in Massen. Meine